In der Welt von One Piece ist die finale Saga strukturell in einem sehr speziellen Pace unterwegs, sodass wir uns mal die aktuellen Standorte und Situationen all jener aktuell teilnehmenden Charaktere anschauen und versuchen, uns eine grobe Übersicht zu verschaffen. Darum geht es im heutigen Video. Vergesst also nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, auf korrekt und den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr bezüglich One Piece zu verpassen. Ich wünsche euch nur viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Die finale Saga von One Piece ist aktuell in vollem Gange und wir sehen natürlich, wie Eiichiro Oda ein sehr, sehr großes Konstrukt mittlerweile gebaut hat. In den letzten 20 Kapiteln haben wir immer mal wieder Standortwechsel gehabt und Oda ist nicht durchgehend auf Egghead Island geblieben. So hat er perfekt die Möglichkeit genutzt, außerhalb verschiedene Plotstrukturen aufzubauen, die natürlich am Ende des Tages in naher Zukunft irgendwann alle ineinander fließen werden. Der gute Arthur von der Library of Ohara hat hier eine sehr, sehr coole Map erstellt, die eine grobe Übersicht über die aktuellen Szenarien in der One Piece Welt verschafft und da gehen wir jetzt mal im Detail drauf ein, um die Übersicht zu vertiefen. Gehen wir allererst Richtung Todland. Dort haben wir natürlich die Zusammenführung von Caesar Clown und Judge der Germa Double Six und hier sind natürlich zwei ehemalige Mitglieder der Mads Truppe, der ehemaligen Wissenschaftler-Truppe, die von Vegapunk einst angeführt wurde. Die sind wieder vereint und das kann natürlich nichts Gutes bedeuten, denn Caesar Clown hat seine Ziele und natürlich hat Judge ebenso seine Ziele und diese beiden Wissenschaftler, die ergänzen sich vermutlich unglaublich. So können wir sehr wahrscheinlich davon in Zukunft ausgehen, dass diese auf der einen Seite vielleicht noch etwas Böses irgendwie im Blut haben oder Böses vorhaben, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden, auch wenn diese sich nicht gut zu verstehen scheinen, irgendwann miteinander zusammenarbeiten werden, um vielleicht sogar noch die eine oder andere Überraschung in petto zu haben, denn Judge ist ebenfalls einer der Kandidaten, die den Bauplan des Lebens hier entschlüsselt haben und mit dem Zusatz von Caesar Clown, gerade mit seinen Gasen kann man hier eventuell etwas erwarten, was ziemlich heftig werden wird und ich bin gar nicht mal so groß davon abgeneigt, dass diese beiden eventuell eine aktive Waffe oder einen Konter gegen die Seraphim hier entwickeln werden. Ich denke, diese beiden oder die Kombination aus diesen beiden könnte in Zukunft definitiv noch interessant werden. Aktuell sind die beiden oder generell die Germa ja von Todland oder Big Moms Territorium mittlerweile freigekommen und dann auch geflohen. Wo diese sich gerade hinbewegen, das ist aktuell unbekannt und ich bin gespannt, wenn diese wieder auftauchen. Gehen wir weiter zu Karaibari Island und zur Cross Guild und hier entwickelt sich vermutlich was sehr, sehr Interessantes, denn wir dürfen nicht vergessen, welches langfristige Ziel Sir Crocodile hatte, nämlich die antike Waffe Pluton hier zu finden und wir wissen, Pluton befindet sich auf Wano Kuni, sodass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Sir Crocodile früher oder später versucht, nach Wano Kuni zu reisen. Vielleicht nimmt er sogar Mihawk mit, wer weiß, und dann hätte man hier natürlich einen sehr, sehr interessanten Story-Arc, der nebenbei, glaube ich, aufgebaut werden kann, weil es einerseits natürlich um die antike Waffe Pluton geht, um Wano Kunis Grenzen zu öffnen und wir wissen, Sir Crocodile hat zwar das Ziel, diese antike Waffe zu finden, er ist aber auf der anderen Seite nicht mehr so böse Ruffy gegenüber eingestellt. Darüber hinaus haben wir hier vielleicht einen Mihawk, der gerade als Lehrmeister von Zoro hier auf Wano Kuni die ein oder andere Sache erfährt und eventuell hier einen positiven Beitrag bezüglich Wano Kuni leisten kann, dass er vielleicht sogar die Samurai auch trainiert oder sonstiges. Das wäre ja mal eine ganz coole Sache. Jedenfalls ist das grobe Ziel der Cross Guild aktuell sehr schwammig. Wir wissen nicht genau, was diese vorhaben, außer jetzt Marineleute zu jagen oder da ein Kopfgeld auszusetzen. Buggy hat an für sich vielleicht das Ziel, noch Captain Johns Schatz hier zu finden und da muss man natürlich sich die Frage stellen, was beherbergt dieser Schatz genau? Und es wäre natürlich maximaler Zufall, wenn dieser Schatz von Captain John vielleicht das antike Wano Kuni ist oder sonstiges, dass man hier eventuell noch einen weiteren Grund findet, warum diese nach Wano Kuni reisen könnten. Jedenfalls befindet sich die Cross Guild gerade auf Karaibari Island und ich bin mir ziemlich sicher, die warten einfach nur noch darauf, bis die ihren Move machen. Gehen wir direkt nach Wano Kuni. Wano Kuni ist natürlich immer noch isoliert. Momo, Yamato und natürlich auch die Samurai etc. Die warten natürlich auf den Moment, dass man die Grenzen von Wano öffnet, um Pluton zu befreien. Und hier wird vermutlich auf einen bestimmten Trigger gewartet und dieser Trigger, der stand vermutlich in dem Logbuch von oben. Deswegen ist auch meine Theorie, Yamato ist ganz bewusst auf Wano Kuni geblieben. Nicht um Wano Kuni irgendwie weiter zu entdecken, sondern weil sie ihre Aufgabe hier wahrnimmt. Eine Aufgabe, die in diesem Logbuch stand, nämlich die Grenzen von Wano zu öffnen, um Pluton zu befreien. Darüber hinaus ist Yamato natürlich als Charakter hier super, super gut in der Lage, Wano Kuni mit Momo und den Samurai zu beschützen, sodass hier vielleicht ein Crocodile nicht unbedingt die Chance hat, hier einzudringen, um sich Pluton zu schnappen. Ich jedenfalls bin mir ziemlich sicher, dass die auf Wano Kuni fleißig trainieren und darauf warten, dass sie endlich die Grenzen öffnen.
öffnen könnten. Die Voraussetzungen dafür, die kennen wir aktuell noch nicht so ganz. Die standen aber vermutlich in dem Logbuch bzw. in der Prophezeiung. Deswegen ist es hier diesbezüglich vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis wir hier wieder einen Schwenker hinbekommen werden. In der Zeit, denke ich, werden Momo, Yamato, die Samurai etc. sehr hart trainieren, um für den finalen Tag bestmöglichst gewappnet zu sein. Kommen wir nun zur G14-Basis und diese Basis ist ja neben Egghead Island und wir haben hier Garp, der jetzt hier auf dem Weg ist, um Corby zu retten, denn Corby ist ja aktuell in der Gefangenschaft von Blackbeard und da dürfte Garp sich mittlerweile auch auf den Weg gemacht haben mit Helmeppo und noch ein paar anderen in Sack und Pack. Und gerade weil Egghead Island in der Nähe ist, wäre es natürlich sehr interessant, wenn Garp dort ebenfalls kurz vorbeischaut bzw. vorbeifährt und vielleicht sogar kurzfristig auf Ruffy trifft. Vielleicht kriegt dann Ruffy sogar die Info über Corby. Unterm Strich ist jedoch Garps Mission oder seine Aufgabe für sich selber, Corby zu befreien, um vermutlich gegen Blackbeard dann zu kämpfen, um ihm eins über den Dülz zu hauen und hoffentlich nicht drauf zu gehen. Ja, also das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, was Garp und sein Trupp angeht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das doch halbwegs gut gehen wird. Schauen wir uns nun Egghead Island an und da ist ja aktuell wirklich die Hölle los. Da geht es ja wirklich drunter und drüber mit Ruffy und Co. gegen die Weltregierung CP0 zuerst, jetzt natürlich gegen die Seraphim und wir wissen, Kizaru, Saturn, die sind mit ungefähr, ich glaube, 100 Marineschiffen unterwegs nach Egghead Island, um natürlich da alles zu zerstören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier vermutlich einen erneuten Buster Call erleben, weil Egghead Island, Vegapunk und generell seine komplette Wissenschaft oder Wissensstruktur, das, was Vegapunk alles aufgebaut hat, die Informationen, die er hat etc., die sollen dem Erdboden gleichgemacht werden. Vegapunk soll aus den Geschichtsbüchern getilgt werden, was schon eine sehr, sehr krasse Sache ist und Egghead Island ist einer mit der größten Showdown-Punkte, die wir hier aktuell haben und es dauert nicht wirklich lange, bis Kizaru, Saturn und die 100 Marineschiffe hier auftauchen werden. Umso gespannter bin ich, inwieweit Eiichiro Oda hier die ein oder anderen Punkte miteinander verknüpft, welche Kämpfe es geben wird und ich denke, da werden wir natürlich in den nächsten Kapiteln viel, viel mehr erfahren. Gehen wir weiter auf Winner Island, dort haben wir Trafalgar Law gegen Blackbeard, der aktuelle Kampf, der sich ja immer noch hinter einem großen Fragezeichen verbirgt. Wie geht dieser Kampf um die Pornoglyphe aus? Natürlich spielt die Rolle von Kusan, Corby und natürlich auch Pudding eine sehr große Rolle, denn hier geht es auch darum, die Pornoglyphe lesen und entschlüsseln zu können. Ich denke, wir sind alle einer Meinung, dass Trafalgar Law es hier sehr, sehr schwer haben wird und mit bisschen Glück wird er da entkommen können. Natürlich wäre ein absolutes Albtraum-Szenario, wenn wir irgendwann Blackbeard zu Gesicht bekommen und der einfach mal Room sagt. Das wäre natürlich eine super krasse Sache und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir wieder nach Winner Island zurückkehren. Gehen wir weiter Richtung Elbahn und da haben wir natürlich die aktuelle Situation mit Eustace, Captain Kidd gegen Shanks versus Shanks und dieser Kampf, der wird vermutlich super interessant werden. Natürlich, so denke ich zumindest einerseits, Shanks wird das Ganze hier dominieren. Ich sehe Kidd nicht in der Lage dazu, einen Shanks irgendwie zu erledigen oder sonstiges. Wir werden dann vermutlich darüber hinaus mehr über Elbaf oder Elbahn erfahren. Dann natürlich Haku die Sauro vermutlich treffen, denn der wird vielleicht der Grund sein, warum Eustace, Captain Kidd hier vielleicht nicht gegen Shanks sterben wird. Nichtsdestotrotz ist hier auch noch die andere große Frage, besitzt Shanks auf Elbahn das letzte Roe-Pornoglyph, das Roe-Pornoglyph, das verschollen gilt, das, was damals in dem Roger-Flashback auf der Fischmenscheninsel standhaft gewesen ist. Diese Informationen, die werden wir vermutlich während des Kampfes oder während des Arcs hier bekommen. Kommen wir zu Swings Island, dort haben wir Marco, der zurückgekehrt ist und natürlich auf eine völlig aufgelöste Miss Bucking getroffen ist. Es geht darum, dass Edward Weevil das Heimatdorf von Whitebeard, dem mutmaßlichen Vater von Weevil, hier verteidigt hat und so wie Marco natürlich ist, vermutlich wird er ihr helfen, Edward Weevil zu befreien. Wir wissen, Weevil wurde von Green Bull hier entführt bzw. besiegt und da warten wir jetzt auch nur noch ab, wie die finale Entscheidung von Marco ist, aber ich denke, so wie wir Marco kennen und weil er einfach ein Mann einer Ehre ist und natürlich zu seinen Prinzipien steht, wird er vermutlich sich revanchieren, gerade weil natürlich die Heimatinsel von Whitebeard unbeschädigt davongekommen ist und hier alles heile geblieben ist, so freue ich mich natürlich, wenn Marco sich hier auf den Weg macht, Weevil zu befreien. Im Großen und Ganzen sieht man hier ganz gut, wie Eiichiro Oda in den letzten 20 Kapiteln hier alles aufgebaut hat, alles gesettet hat und natürlich auch drumherum sehr, sehr tief im Detail vermutlich geplant hat, wann was ineinander läuft und wann nicht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video eine kleine Übersicht verschaffen, wo jetzt wo, was, wie stattfindet oder was gerade wo abgeht. Auf welchen Abschnitt freut ihr euch denn am meisten? Schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wäre super korrekt von euch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.
abonnieren, um keine weiteren One Piece Videos mehr zu verpassen. Ich bin dann erstmal raus. Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss.